Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Famous of Galangwaldstich in Pokémon Light Platinum. Beim letzten Mal sind wir hier angekommen bei irgendeinem Sumpf. Ja, mehr habe ich nicht zu sagen. Und anscheinend ist da das böse Team, deren Namen ich schon wieder vergessen habe. Wie heißen sie nochmal? Hä? Wahrscheinlich ist das keiner von denen. Hä, hey, ist dein Pokémon tot für mich oder vergiftet? Ich glaube vergiftet oder paralysiert, stimmt. Im letzten Part gab es ja alle 2 Sekunden irgendeine Status. Irgendeine Status-Scheiße. Wirklich in jedem Kampf. Der wollte schon wieder machen, das Arschloch. Das hat Schaden gemacht. Ne? Das Ding ist C-Level unter mir. Macht mit dem Crit 10 Schaden. So, der braucht ja noch 9 Level. Ja, ich hab's mir gemerkt, Leute. Gloom. Bei Gloom muss ich eigentlich drin bleiben. Natürlich überlebt, weil sonst wäre es ja langweilig. Ich geh sowas von heilen danach. Wie viele Pokémon hat der Drolf? Krogunk. Das ist immerhin etwas, das Carbonat machen kann. Und wie, der vergiftet mich jetzt, ne? Dann raste ich komplett aus. Das ist zum Glück das letzte Pokémon von der Person. Ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Dude oder eine Frau ist. Okay. Schon mal keine Vergiftung dadurch. Ich glaube, der kann Giftstachel haben oder wie auch immer die Fähigkeit heißt. Ach, nein. Stopp nicht. Nein. Ich bezweifle es sehr stark, dass er die Fähigkeit hat. Okay, ist ein Dude. So, gehen wir hier wieder zurück. Zum Glück gibt es in der Nähe ein Pokémon Center. So. Ich hoffe, dass wir... Was soll hier eigentlich sein? Na ja, egal. Ich gehe jetzt... Ja, Bock mehr hier zu sein. Komm bitte irgendein Wasser-Pokémon, das ich ins Team nehmen kann. Ja, bei einem Sumpf erwarte ich schon Wasser-Pokémon. Krogunk wäre zwar cool, ne? Den hätte ich auch, glaube ich, fast einen Glaze reingenommen. Aber ich nehme nur sehr ungern zweimal denselben Typen rein, ne? Gift haben wir schon. Das war damals was dasselbe mit Kampf. Oh, stimmt, ich glaube, er kann die Fähigkeit haben, dass, wenn er mich angreift, dass er einen vergiftet. Alter, wäre ich da jetzt vergiftet worden, ne? So, zu dem da oben gehe ich jetzt nicht, da habe ich gar keinen Bock drauf. Da gibt es auf der Route nur dieses Ding oder was? So, das ist noch ein Item, das gönnen wir uns, Neta. Ich meine, eigentlich können wir uns das ja erlauben, die Trainer zu skippen, so ein bisschen die C-Level unter uns. Was will der denn schon wieder hier? It's been a while, I was lost in the swamp. Ja. Dann, ja, dann, ja, also ich habe mich ein bisschen hier verlaufen.
Dann bin ich auf Shrek getroffen und hat mich gefragt, was ich in seinem Sumpf mache. Ja, dann bin ich noch weiter rumgeirrt und hab dich gefunden. Ja, hier gibt's viele starke Pokémon, ne? Und ich habe eine Menge trainiert. Ich zeig's dir. Ja, stimmt. Ich bin ja nicht genug getriggert. Muss natürlich noch ein Kampf gegen ihn hier kommen. Wetten, es kommt wieder irgendein Statuseffekt, weil es so witzig ist. Oh, der Levitate, stimmt. Aber ich hab Biss. Ich hab komplett vergessen, dass der Schwebe ab. Aber aus irgendeinem Grund hat Gengar ab Gen 7 keine Schweben mehr, ne? Und ehrlich gesagt habe ich gerade auch nicht daran gedacht, dass der Schwebe hat. Ich habe mir nur gedacht, Moment mal, der ist Typ Gift. Und Boden ist sehr effektiv. Warum nutze ich eigentlich die Bodenattacken gegen den, ne? Und dann ist es mir zack wieder eingefallen. Alter, wie mein Start am nächsten gelevelt ist. Okay, du darfst auch mal wieder kämpfen. Kämpft gegen das Evoli. Rasierblatt, komm, rasier den Typen weg. Boah, ohne Scheiß, bin echt am Überlegen, ob ich meine Pokémon overleveln soll. Also krasser overleveln soll, nur damit ich gegen diese Trainer nicht so lange kämpfen muss. Tranquil, was sind das? Was sind das nochmal? Ah. Ach so. Ja, ich kenne jetzt nicht wirklich perfekt die Namen der Gen 5 Pokémon auf Englisch, ne? Gen 1 bis 4 eigentlich ganz gut. Gen 6, 7, ja auch. Obwohl Gen 7 bin ich mir auch nicht so sicher. Bei einigen kenne ich die Namen. Gen 8 kenne ich kaum welche. Vielleicht die der Starter und von der einen oder anderen Galarform, aber das war's auch schon. Nein, nicht noch. Ich bin so dumm. Digga. Das war ein Ruckzuck-Hieb von einem 4-Level niedrigeren. Das Ding ist 4 Level unter mir. War irgendwie die Verteidigung gesenkt? Das ist das Einzige, das ich mir vorstellen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier Luxio eine höhere Verteidigung hat als dieser Knosp. Ja, nichts gegen Luxio, aber ich glaube nicht, dass der die höhere Verteidigung hat. Obwohl andererseits ist noch mal 4 Level höher, okay. Alles dieser Knospe, also Etikett. Danach darf ich erstmal wieder heimgehen, weil es so viel Spaß macht. Ihr merkt ja auch in den letzten Part, dass ich übelst viel Spaß mit dem LP habe. Und anscheinend geht die Route ja danach auch noch weiter. Und Stirbelekit. So. Ja, wisst ihr, ich könnte jetzt Xenoblade spielen, ne? Endlich bei jedem die vierte Reihe des Skilltrees freischalten, damit ich endlich ein bisschen in der Story weitermache. Aber wisst ihr, mit der Scheiße muss ich auch irgendwann mal durch sein. So, wenn es jetzt nochmal Korok ist, dann speedisch. Sauriger, ob du mich vergiftest, ne? Ich renne ins Pokémon Center. Nebenbei, an sich sollte ich dieser Knospen nach vorne machen, weil er am niedrigsten gelevelt ist.
Weil das Ding ist halt, ich will Dings so schnell wie möglich zur Entwicklung bringen. Auch wenn ich am Überlegen bin, ob ich den entschiedene Sonderbonus reindrücken soll, damit die alle auf Level 30 sind. Na? Weil ich bin denen so oder so überlegen vom Level her, ne? Ich hätte auch gerne Giftattacke auf dieser Knosp. Es kann doch nicht wahr sein, dass wir keine Giftattacke für ihn bekommen. So, wir speeden das, weil das wird mit Giftpuder sein. Und anscheinend kann man hier ja noch Puderattacken gegen Pflanzen-Pokémon einsetzen. Weil ich glaube, das wird später in Gen 6 oder so nicht mehr der Fall sein. Genau wie Elektro-Pokémon paralysieren und Gift-Pokémon vergiften. Critical Hit, geil. Blumen. Fucking Gloom, Alter. Es war so klar, dass wieder irgendwas in Richtung sowas kommen muss, weil es sonst zu langweilig wäre, ne? Diesmal gehe ich aber nicht zurück, diesmal setze ich einen Scheiß Hyperheiler ein. Ich habe keinen Bock auf die Scheiße, Roselia. Das Ding hat kaum Verteidigung. Mach du es. Ja, One-Hit war klar. Mich regt selbst auf, dass ich nur im Speeden bin, aber die Kämpfe gehen so lange. Ich hoffe, da kann man es verstehen. Ich finde es aber auch krass, ist unnötig, dass man so krasse Items schon am Anfang hat, ne? Am Anfang kaufen kann, so Max Potion, Top Genesung und so. Ne? Das hat schon einen Grund, warum man das erst normalerweise später im Spiel bekommt, ne? Ja, bei Hyperheiler finde ich es besser, ne? Ich meine, ja, es war auch so ein bisschen blöd, wenn man da schon so früh kriegt, als der Mordort weg. Andererseits, ich habe den Bodentypen schon. Ja, sonst hätte ich Mordort safe ins Team genommen. Sorry. So langsam ist es echt nicht mehr witzig, dass der nicht flüchten kann, wenn der 10 Level höher ist. Diveball. So, den einen Trainer konnte ich jetzt skippen. Die andere da hinten nicht. Aber die hat doch die Musik von den bösen Teams, ne? Deswegen dachte ich auch im letzten Mal, das wäre jemand vom bösen Team, ne? Aber scheint sind das so diese Cool Trainer. Was sind Cool Trainer überhaupt? Ist das nur so eine Art Platzhalter für so Trainer-Typen? Oder ist es eine richtige Klasse, so? Und wenn ja, was für eine Klasse auf Deutsch? Weil ich habe keine Ahnung, was Cool Trainer sein soll. Ne, früher hatte das immer Sinn, so bestimmte Trainerklassen zu haben, ne? Besonders in Gen 5, ne? In Gen 5 hat man, glaube ich, Ranger, die haben immer einen Bären gegeben. Jetzt, was waren es nochmal? Die anderen gegen einen gekämpft haben, jedes Mal, wenn man die begegnet ist. Ich glaube,
jetzt hier. Dann gab's, was gab's denn da noch? Also auf jeden Fall gab's immer so bestimmte Trainer, die bestimmte Typen hatten. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das voll random ist, was Trainer heutzutage haben, ne? Also klar, Schwarzrot hat immer noch seine hier Dings-Pokémon. Seine, wie heißt's? Seine Kampf-Pokémon, ne? Aber keine Ahnung. Sonst habe ich das Gefühl, dass voll random ist, was die Trainer einsetzen. Wir werden Hyperheiler einsetzen. Ich habe so viele von denen, ich kann die nicht benutzen. Gut zu wissen, Pflanze auf Elektro ist neutral. Stopp, Elektro auf Pflanze nicht so effektiv, ne? Sprich, wenn mal ein Elektro-Pokémon als Gegner kommt, kann ich ruhig dieser Knopf nach vorne schicken. Skiploom. Ich werde erstmal speeden, weil ihr kennt ja das Prozedere mit dieser Knoss. Das ist ein bisschen langatmig. Skiploom ist auch so ein Punkt, das funktioniert nur mit so Sachen und mit sowas. Ich weiß noch, ich hatte in Gen 2 mal so ein Ding im Team, ne? Ich hab's instant bereut, ne? Die ganze Zeit mit, was war's, Giftpuder, mit Igelsamen und mit sowas zu kämpfen. Ne? Also eigentlich das, was ich hiermit mache. Das ist auch eklig. Gut, dass ich gespeedet habe, weil ich wusste, dass das ein ekliger Kampf sein wird. Ja, dass man aber auch durchs Angegriffen werden nicht aufwacht, finde ich unlogisch, ne? Ja, wie war euer Tag so? Also, gucken wir mal, was so auf Twitter abgeht. Bestimmt interessanter als dieser Kampf hier. Für lange Zeit werde ich den sowieso entscheiden. Der Kampf hätte so viel früher entschieden werden können, ne? Aber das Ding holt mich ja unbedingt ein Stück. What? Ah, stimmt, auf Level 3 entwickelt er sich schon. Ich habe komplett vergessen, dass er sich jetzt schon so Lux dran entwickelt. Stimmt. Vielleicht sollte ich mal mein Team halten. Oh, wieso viel Honig? Für den Scheiß eh nie nutzen. Ah doch. Stimmt, wegen Dings, Kirschen da. Relaxo. Schön, wie das erst nachträglich nachgeladen werden muss, das Feuer. Warum zum Fick brennt's? Die Musik passt einfach gar nicht dazu, dass es hier überall brennt. Team Steam hat einen großen, guten Job getan mit dem Kontrollieren der Stadt. Shader hat mir gerade gesagt, dass sie den blauen und den roten Orb in dem botanischen Labor irgendwas hier haben. We can leave the space burn. Great news, now let's go. It's time to... Ach, keine Ahnung, ist mir ehrlich gesagt egal, was die labern. Wichtig ist nur, dass sie irgendeinen blauen und roten Orb irgendwo haben. Und hier scheint die Arena zu sein, die blockiert wird. Alter, warum dauert das so lang? Geht doch einfach wieder direkt zum Spieler. Oh shit, wenn ich die zwei schon sehe, bedeutet das nichts Gutes. Nein!
I'm glad you're here. The city is being attacked by a ton of team members. There are too many for and I would use your help. The gym leader and professor of the city is trapped. Ist es nicht or trapped? Ja, ist mir auch egal. Take care of team members outside if you deal with the ones in the botanical lab. Ja, sprich, ihr macht das kleine Ungeziefer weg und ich kümmere mich ums Große oder was? Give your team steam uniform so get in without problems. Kann mir irgendjemand sagen, warum Ash, Rot, Diamond und Co. alle drin sind in dem Spiel? Weil ohne Scheiß am Anfang, glaube ich, habe ich nicht so wirklich aufgepasst. Go, Gabardos. Use Rain dann. Ist ja nicht so, als hätte es vorhin erst geregnet. Warum war da überhaupt Feuer? Gerade eben habe ich Teil-Items benutzt, ne? Nur um dann festzustellen, dass hier ein scheiß Pokémon hinter ist. Bitter. Die Route war auch echt kurz ausnahmsweise. Ich finde aber so langsam wird es mal Zeit für das vierte Teammitglied, habe ich das Gefühl, ne? Wo wir eigentlich noch relativ am Anfang sind, ne? Was ist denn jetzt los? Digga, nerv nicht. So, gibt's hier wieder so ein geisteskrankes Angebot. Sieht immer so aus, als wäre dieses Schild deren Kopf. Und ja, also ganz ehrlich, was hat man sich dabei gedacht? Warum? Das kann sich doch zu dem Zeitpunkt des Spiels sowieso niemand leisten. Soll man dann mit fast gar keinen Heil-Items rumgurken? Und warum kann ich dann das Haus nicht? Das könnte man doch nicht. So, ich nehme an, dass es das hier ist. The only authorized person can enter Scram Kit. Sag mir jetzt nicht, ich soll. Vor allem, ich hab das direkt neben denen getan, das ergibt null Sinn, aber egal. Vor allem, warum sieht das jetzt aus? Ihr könnt ja locker ohne Kämpfe durch! Vollidiot, Alter. Ich komme echt manchmal nicht auf die Dummheit, doch klar. Von einigen Charakteren. In einigen Spielen. Ich habe das Gefühl, das kann ein bisschen dauern, deswegen speed ich das mal auf, oder? Wow, One-Hit hätte ich jetzt nicht gedacht. Sandile. Ach so, der Scheiße. Der ist doch schon Unlicht, oder? So, der nächste, gleich zwei Schritte weiter. Warum die sich nicht zusammengestellt haben, um mich zu besiegen, also so. Beide, ich meine, der Typ, Alter, ich kann gerade nicht reden, aber Alter, die haben ja eine normale Anzahl an Pokémon, merke ich gerade. Human für den Zeitpunkt des Spiels, krass. Naja. Der eine war ja direkt 2 Meter über den anderen, ne? Der hätte ihn doch locker zur Hilfe kommen können, ne? So, dass es einen Doppelkampf gibt. Ich reg mich echt zu sehr über die Spielerei auf. Ich reg mich zu sehr über Pokémon auf. Sandile, aber diesmal gehe ich auf dieser Knosp.
Ich bin echt am überlegen, ob ich die ein bisschen mit Sonderbonbons füttern soll. Oh Scheiße, der Pflanzenstarter ist echt für den Arsch am Anfang, ne? Wenn man einen Feuerstarter hat, ne? Alter. Dann sind die ersten zwei Reden safe easy, weil die erste Käfer, die zweite Pflanze. Das hat mit dem Pflanzenstarter echt die Arschkarte gezogen und mit dem Wasserstarter erst. Noch ein Trainer. Macht doch so viel Spaß. Wenigstens gehen die Kämpfe schnell. Weil die nur zwei Pokémon haben. Wetten, die haben alle dieses Sandile als zweites Pokémon. So als irgendein random Pokémon und dann Sandile. Komm, level up. Nein. Ja, also anscheinend ist es wirklich deren Vieh. Nein, ich wollte wechseln. Mann, da kommt man aus Versehen auf den B-Knopf. Weil wenigstens gibt das Level 28 für Carbonat. Ich könnte mir vorstellen, dass der nächste Part Level 30 erreicht. Ich glaube, der andere war schon 28 in dem Part. Weil dieser. Ja, okay, Level 28 für den und für ihn hier 26. Alter, die Musik passt echt gar nicht zu dem Geschehen. So eine fröhliche Musik in so einem. In so einem Ort voller Bösewichte, ne? Also ohne Scheiß, bisher gefällt mir der Hack überhaupt nicht. Ich weiß, der ist alt und so, ne? Aber trotzdem, für manche Sachen gibt es echt keine Ausreden, finde ich. Ich habe keine Ahnung, wie weit Hacking damals war, aber zum Beispiel so Musik für eine Arena-Leiter, ne? Die Musik, Arena-Leiter-Musik, ne? Aus Rubin Saphir, weil das ist ja ein Rubin Saphir-Hack. Hätte man doch locker machen können. Dafür gab es keine Ausreden, ne? Ich finde, wenn man es schafft, Pokémon Gen 4, 5, vielleicht sogar 6 reinzubringen, da kann man auch Musik ändern, so. Und selbst wenn es am Anfang nicht so war, ne? Das letzte Update für den Hack kam 2017 raus. Da hätte man das locker machen können. 2017 war das schon normal. Da war es normal, Custom-Musik einzubauen. Deshalb gibt es echt null Ausreden dafür, ne? Es gibt echt keine Ausrede dafür. Ja, man kann sowas nachpatchen. Stimmt. Wenn es in der ersten Version noch so war, okay, aber heutzutage. Ich habe ja schon Hex gespielt, so von ungefähr 2017, wenn nicht sogar früher, ne? Da gab es Custom-Musik. Also, ich habe Prism gespielt, da gab es Custom-Musik. Ich glaube, ja, mehr oder weniger auch in Liquid Crystal. Warum speichere ich eigentlich? Hä? Warum spielt da die Musik? Von einem Teleporter. Egal, auf jeden Fall, hier machen wir weiter im nächsten Part. Bei dieser fröhlichen Musik. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Süß.